liebe Zuschauer, weiter geht's. Der Audi Star Talk mit Champions League-Sieger und Vize-Weltmeister Thomas Linke, dem Sportdirektor des FC Ingolstadt. Heute unser Gast. Und wir reden noch ein bisschen über den FC Bayern, der hat in diesen Tagen schon viele Leute beschäftigt, gerade auch hier in München. Vielleicht auch als jemand, der wie Sie diesen Verein sehr, sehr gut kennt, weil er lange dort sehr erfolgreich gearbeitet hat. Wie schwer trifft den FC Bayern diese Saison auch in seinem Selbstverständnis, dreimal Zweiter zu sein? Uli Hoeneß hat gesagt, wir haben uns immer lustig gemacht über Leverkusen. Das hat uns selbst erwischt. Ich glaube, wenn man die Saison analysiert, muss man sagen, hat Bayern in allen drei Wettbewerben eine richtig ordentliche Saison gespielt. Dortmund war in zwei Wettbewerben besser. Das tut weh. Man hätte die Saison retten können durch die Champions League und das ist auch nicht gelungen. Und von daher wird man wahrscheinlich irgendwann eine Analyse machen und sagen, dass die Saison wahrscheinlich ein Desaster war. Das ist, glaube ich, sogar schon fast passiert. Uli Hoeneß hat gesagt, wir können nicht sagen, alles ist in Ordnung, wenn wir dreimal Zweiter sind. Ich bin nicht derjenige, der das so hinnimmt. Einmal kann das passieren, aber zweimal, dreimal eben nicht. Muss man nicht, und da möchte ich auch ein bisschen in die Richtung gehen, wie Herr Korsen gerade, muss man nicht auch beim FC Bayern München einfach mal akzeptieren, dass zum Sport auch dazu gehört, dass man eben nicht immer gewinnen kann, dass auch der Zweite vielleicht ein toller Sportler sein kann, der ja auch, das haben wir ja am Samstag auch gesehen, eine tolle Leistung abliefert und vielleicht sogar besser ist als der Sieger, auch wenn er keinen Pokal hat? Ich glaube, man akzeptiert es ja, dass man Zweiter sein kann. Aber es sollte nicht allzu oft passieren. Und man wird die Anstrengungen mit Sicherheit erhöhen in der nächsten Saison, dass das nicht wieder passiert. Die Herausforderung ist jetzt auch eine ganz andere vielleicht als noch in früheren Zeiten. Denn eins ist auch klar, es ist jetzt mittlerweile ein richtiges Duell am Toben. Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Pokalfinale eingeräumt. Der FC Bayern im Moment nur die Nummer zwei in Deutschland. Flemming Lessner über das große Duell, das Fußball-Deutschland elektrisiert. Der große Zweikampf in Fußball-Deutschland zwischen Dortmund und dem FC Bayern. Und ich glaube, da gibt es nicht wirklich zwei Meinungen, dass Dortmund in diesem Jahr absolut verdient deutscher Meister geworden ist. Wer 81 Punkte in der Saison holt, die meisten Punkte, die überhaupt jemand in der Drei-Punkt-Regel-Welt jemals geholt hat, der hat das auch geschafft. Es gibt viele, die sagen, Thomas, Dortmund hat einfach den besseren Teamgeist, ist mehr ein Team und Bayern ist eher eine Ansammlung von Ich-AGs. Ist das der Schlüssel? Kann ich nicht beurteilen. Ich bin bei beiden Mannschaften nicht nah dran. Ich glaube, Dortmund lebt so ein bisschen von der Euphorie. Der Jürgen ist ein großartiger Motivator, kann mit jungen Spielern sehr, sehr gut umgehen. Und ja, die sind erfolgshungrig, die haben keinen Druck. Es macht Spaß, denen zuzuschauen beim Fußball. Das ist ein attraktiver Fußball, ein sehr laufintensiver Fußball. Sie hatten aber auch den Vorteil, dass sie nicht international gespielt haben in der Rückrunde. Wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Liebe Zuschauer, kurze Pause. Und dann wollen wir mit Thomas Linke zum Beispiel über die Situation reden. Wie ist denn das eigentlich, wenn Jungs zur Nationalmannschaft kommen von einem großen Turnier, die dreimal hintereinander ein ganz wichtiges Spiel und einen wichtigen Wettbewerb verloren haben? Er kennt das. Bis gleich.